Ja, es gibt viele Sachen in unserem Alltag, die wir nicht sehen. Und trotzdem sind sie da. Zum Beispiel der Strom. Er ist da, er fließt, ich sehe ihn nicht. Und trotzdem drücke ich den Schalter in der Wohnung und das Licht geht an. Und mit Gott ist es gleich, er existiert. Trotzdem sehe ich ihn nicht. Aber der Glaube an ihn beeinflusst mein Leben. Und wenn ich den Glauben wirken lasse, dann wird er auch sichtbar für andere. Und wenn ich den Schalter drücke, dann wird der Strom auch sichtbar. Ja, weißt, wenn ich die Natur anschaue, die vielen schönen Sachen, die man sieht, schon nur der Mensch, wie kompliziert er ist. Oder auch Berge, oder der Sternenhimmel, das Meer, all die verschiedenen Tiere, die es gibt. Da kann ich einfach nicht anders als glauben, dass ein wunderbarer Schöpfer Gott muss geben. Er hat alles geschaffen, er hat auch uns geschaffen. Ein Beispiel aus meinem Beruf. Ein Ingenieur hat die Produktionsstrasse für ein Auto gemacht. Da sieht man, wie die Autos zusammengebaut werden, die Löcher gebohrt, geschweißt, alles zusammengebaut wird. In der Produktionsstrasse sehe ich den Ingenieur zwar nicht, aber ich sehe, dass da einer dahinter ist, der alles gemacht hat, der alles durchdenkt, durchgerechnet hat. Es ist nicht einfach aus der Luft gekommen. Und so ist es auch bei Gott. Er hat den Gedanken gehabt, er hat uns geschaffen und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Ich hatte das Vorrecht, in einer Familie aufzuwachsen, wo ich von klein auf gehört habe, dass es einen Gott gibt, der mich lieb hat. Und als ich grösser geworden bin als Teenager, habe ich mir das total in Frage gestellt. Ich habe gesagt, ich glaube doch das nur, weil ich so erzogen worden bin. Und was soll das eigentlich? Aber mit diesen Kämpfen und diesen Zweifeln bin ich nachher zu Gott gegangen und habe gesagt, zeig du mir wirklich, dass es dich gibt und dass das, was du in der Bibel gesagt hast, wahr ist. Und dann habe ich eindeutige Antworten bekommen. Also es ist unglaublich, wirklich. Ich habe gehört, also er hat mir zum Beispiel durch Bibelfers gezeigt, dass es ihn wirklich gibt. Oder dass ich zum Beispiel im richtigen Moment von jemandem etwas gehört habe, wo mir einfach keine Zweifel mehr gelassen hat, dass das wahr ist, was er sagt in der Bibel. Und so darf ich jetzt ein glückliches Kind Gottes sein. Mein Glaube ist grundsätzlich eine Überzeugung, die ich habe, eine Gewissheit. Und warum glaube ich so etwas oder wieso bin ich so überzeugt? Das ist, weil Gott in meinem Leben ganz konkret und klare Antworten gibt auf Fragen, die ich hatte. Weil es viele Sachen gibt, die ich nicht sehe und trotzdem glaube, respektive weiss, dass sie existieren. Stell dir vor, du steigst in einen Bus ein und das Erste, was du den Buschauffeur fragst, ist, ob du seinen Fahrausweis sehen kannst. Ich glaube, dass er dich dann verwundert würde anschauen, ist wohl verständlich. Ob der Buschauffeur also einen Fahrausweis hat oder nicht, ist eine Frage vom Glauben, respektive vom Vertrauen oder von der Verlässlichkeit, die du ihn hast. Die Entscheidung, ob du glaubst, was du siehst, oder ob du auch glaubst, wenn du es nicht siehst, ist eine Grundentscheidung, die dein ganzes Leben bestimmt.